eine Vorstellung einer Institution. Kunst und Fotos verschiedener Kulturereignisse in Schleswig-Holstein, die im Kunstwerk Karlshütte stattgefunden haben. In der Nordart, speziell Nordart. Und Bildhauerausstellung vor allen Dingen, weil die Künstler der ersten Stunde überwiegend Bildhauer waren, die das betrieben haben. Damals kam Herr Allmann und war noch nicht ganz sicher, ob das was wird. Und da war es Jan Koblaser, der sagte mit seiner osteuropäischen Sprache, sagte, ja, na sicher, das wird was und das ist was Gutes. Nur so weiter. Und das hat uns wirklich ganz deutlich den Rücken gestärkt, dass wir gesagt haben, lassen wir uns mal veräppeln hier, veräppeln da. Wir gehen den Weg. Jan Koblaser hat gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das war für uns sehr wichtig. Also da kommst du nach vorne oder ne, der kommt da. Ich bin ja nun einer, der pro Jahr 3, 4, 5 Monate im Jahr in aller Welt unterwegs ist auf Bildhauersymposien, internationalen Bildhauersymposien. Ich werde immer darauf angesprochen, egal ob ich in Korea bin oder in Kanada oder in Brasilien. Kennst du die Nordart und kannst du da vielleicht was für mich tun und so weiter? Und das ist schon sehr, sehr bekannt geworden die letzten Jahre. Das ist eine tolle Geschichte, die Ausstellung. Und dass die sich jetzt hier präsentieren darf im Landeshaus, ist einfach großartig. Kunst ist die unerschöpfliche Bandbreite der Interpretation unserer Welt. Und vor allem ist Kunst nichts Abgeschlossenes, nichts Fertiges, sondern ein stetiger Prozess der Weiterentwicklung und des Ausprobierens. Und das passt sehr gut zur Demokratie. Und die kann mit Recht von sich behaupten, nie an den Punkt ihrer Vollendung zu gelangen, sondern im Streben nach und im Diskurs um Verbesserung ihre eigentliche Bestimmung ja daraus auch hat. Kunst und Kultur sind Grundlagen unserer Gesellschaft und lebendiges, kulturelles Leben macht unser Land attraktiv. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, als wir im vergangenen Jahr überlegten, welchen neuen Schwerpunkt wir im Bereich der Kunst- und Kulturförderung setzen sollten, hatten wir nicht genau das vor Augen, was wir heute Abend hier erleben. Lebendiges Treiben im Landeshaus in Verbindung mit einem frischen Blick auf die aktuelle Kunst der Region. Wir starten die neue Reihe mit einer exklusiven Vorschau auf die Nordart 2013. Ab dem 8. Juni werden in der ehemaligen Eisengießerei Karlshütte wieder Kunstwerke von rund 250 Künstlern aus aller Welt zu sehen sein. Ohne Ihr Engagement, ohne Ihre Förderung, sehr geehrte Frau Allmann, sehr geehrter Herr Allmann, wäre das Vorzeigeprojekt Nordart nicht vorstellbar. Sie haben das Land um einen bedeutenden Kulturstandort reicher gemacht. Ja, ich wurde heute schon gefragt, draußen von den reinströmenden Gästen, haben Sie schon öfter im Landtag gesprochen? Nee, habe ich nicht. Das ist wohl doch eher eine Once-in-a-Lifetime-Angelegenheit. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, lieber Herr Westermann-Lammertz, meine Damen und Herren, natürlich eine enorm große Ehre für unsere Institution. Wie vorhin von der Presse schon mal diskutiert wurde, es ist eigentlich eine private Institution, es ist eine öffentliche Institution.
Institution, das ist halt eine Kultur, eine Kunstinstitution. Für uns das Kunstwerk Karlshütte mit unserer Nordart, hier die Ersten zu sein, die den Reigen eröffnen ihrer Veranstaltungsreihe, die sie nun, wie ich das vorhin verstanden habe, eher für die nächsten Jahre planen. Und dass man da der Allererste sein darf, der am Zuge ist, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja, das ist Rendsburg und Büdelsdorf aus der Luft. In der Mitte die Eider, am oberen Ufer unser Gelände. ARCO steht dort, Kunstwerk Karlshütte steht dort zu lesen. Beim ARCO wird sozusagen das Geld verdient, was auf der grünen Seite wieder ausgegeben ist. Das ist so eine Art Kreislauf. Und Sie sehen, die Gelände sind sehr, sehr groß, die Gebäude sind winzig klein. Da reden wir insgesamt über 600.000 Quadratmeter. Auf dem Gelände gibt es erstaunliche Parkanlagen. Die Bäume sind 180 Jahre alt etwa und geben eine wahnsinnig schöne Umgebung, um dort im Skulpturenbereich tätig zu sein. Sehen Sie mal hier, ein Lotusstamm in der Mitte von einem chinesischen Künstler, von dem chinesischen Künstler, von dem nachher noch die Rede sein wird. Und ein Flieger, von dem auch die Rede sein wird, die wunderbare Marmorskulptur. Und wenn Sie die genau ansehen, das hat mich nicht jetzt in meinem Manuskript stehen, dann ist es genau die gleiche Skulptur, die hier draußen im Eingang steht, aus Bronze. Wenn man dann in die Karlshütte hineingeht, so ist es unserem Kurator, unserem Spiritus Rector Wolfgang Gramm gelungen, die Natur von draußen reinzuholen. Sie sehen, oben sind neue Kunststoffgläser angebracht, die also die grünen Bäume in die Halle hineinschauen lassen. Er hat Wasserbecken angelegt, um dem asiatischen Element des vergangenen Jahres Raum zu geben. Und auf diesen 22.000 Quadratmeter innerhalb der Halle gelingt es ihm jedes Jahr aufs Neue, ein Gesamtkunstwerk zu errichten. Da kann man hingedreht werden, ne? Jetzt passt halt in der Luft. Ja, ich finde es also großartig, dass also Kunst und Kultur auf diese Weise zusammenkommen und dass die Nordart, Herr Ahlmann, so etwas auf die Beine gestellt hat aus mäzenatenhaftem Verhalten, was es landesweit sonst ja nicht gibt. Einfach toll. Also ich finde das wunderschön. Julius Ahlmann ist ja ein sehr unterhaltsamer Redner, der das amüsant alles vorträgt. Und insbesondere dieses Bild da vorne links, ist, eine Frau, die hat es gemalt, zwei große Gemälde hängen an der Wand. Fantastisch. Ich würde sie mir kaufen, wenn ich sie mir leisten könnte. Bewerbungen dieses Jahr aus 94 Ländern, das ist ja bemerkenswert, 94 Länder, die könnte man gar nicht aufzählen. Ja. 200 von denen werden ausgewählt. Sie können sich denken, dass das eine sehr große Arbeit ist. Und so um die 100 kommen jedes Jahr auf eigene Kosten. Aber die kommen nicht aus Süderbrarup, nichts gegen Süderbrarup, sondern die kommen aus New York, die kommen aus Tel Aviv, aus Peking, Moskau, Kairo und so weiter. Und das machen die, weil sie die Nordart als Plattform ihrer Global Community von Kunst wahrnehmen und dorthin zu fahren. Und dann haben wir im Oktober eine Einzelausstellung eröffnet mit Chen Chenggang, ein sehr hochrangiger chinesischer Künstler, der Lehrer ist an der Tsinghua University in Beijing. Und dieses ist eine Anmutung, die Sie da sehen, mit einem Büdelsdorfer Gärtner, sag ich mal, ja. Aber doch eine vollständig asiatische Anmutung bei uns in der Karlshütte. Und das nennt sich die Weisen, die sieben Weisen, und das ist von Sokrates bis Karl Marx. Hier vorne kann man sich draufstellen, ja, und sich fotografieren lassen. Da ist man auch einer der Weisen dieser Welt. Und ich glaube, das haben wir gemeinsam gemacht, Herr Schlieg. Ne? Ja.
sehr gut an und Sie sehen ja hier, Sie sind ganz aus dem Häuschen. Zum Schluss haben wir ein Gruppenbild gemacht, jede Menge Honoratioren dort drauf. Und dieser gewaltige Hirsch, dieser stilisierte Hirsch, gehört auch zu der großen Ausstellung von Zhen Zhengang. Und Herr Brand sagte dann ganz verschwitzt, naja, diese Eiche hier hinten hat Frau Merkel gepflanzt. Also chinesischer Hirsch oder deutscher Eiche. Das stimmt tatsächlich. Das sind Effekte, die sind doch vergnüglich. Wir haben viele, viele Gäste. Wir haben etwa 10.000 Besucher im Monat. Über die Sommermonate sind ungefähr 50.000, ein bisschen mehr gewesen im letzten Jahr. Und von diesen vielen Gästen sind auch ganz viele Schüler. Und zwar hatten wir im letzten Jahr 2.000 Schüler, immerhin, aus allen Ecken unseres Landes. Und Sie sehen, in diesem Alter lassen sich ganz wunderbar anregen. Die Figuren sind von Christa Wiederbeck, einer Berliner Künstlerin. Und die Kinder haben sich dann anregen lassen zu sagen, macht mal so Gesichter. Solche Gesten wie die auch. Und wenn die dann von der Lehrerin gebeten werden, mal was niederzuschreiben, dann sieht das so aus. Ich muss das, glaube ich, vorlesen, sonst wird es schwierig. Liebe Familie Ahlmann, ich war gestern auf der Nordart. Mir gefielen die Skulpturen. Die Nordart ist toll. Meine Mutter hat gesagt, moderne Kunst ist nichts. Jetzt kann ich sagen, dass das nicht stimmt. Viele Grüße. Wir genießen jetzt gemeinsam den Einblick in das, was uns dann bei der Nordart in der Karlshütte erreichen wird. Aber hier zuerst einmal die Kostprobe. Wir laden Sie jetzt herzlich zu einem Rundgang ein. Vielen Dank. Das ist ja die Nordart oder ein Markenzeichen der Nordart, dass man sehr viele Stile, sehr viele Macharten sehen kann und sich einen wirklich guten Überblick verschaffen kann. Und mir gefällt natürlich Plickert im Erdgeschoss. Inzwischen ist die Nordart ja auch Kulturpolitik in Schleswig-Holstein. Warum gehört sie auch hierher? Hingehen. Also man wünschte, die würde sofort anfangen und ja, ich bin sehr kunstinteressiert und auch was man hier so sieht, sieht sehr spannend aus. Also auf jeden Fall werde ich alle versuchen mit hinzunehmen und sich das anzugucken.